Ich sprach mit Kren. Er sagte, dies sei ein Jagdgebiet, um sein Können zu testen. Armer Kren. Nicht der beste Jäger. Aber das macht ihm nichts aus. Hm. Trägst ein Sucherzeichen. Ich dachte schon, die gibt es gar nicht. Du hast tatsächlich die Erlaubnis der Stammmütter, das heilige Land zu verlassen? Ja, aber ich wäre sogar ohne die Erlaubnis gegangen. Wirklich? Dann können wir vielleicht offen reden. Es ist so, ich bin hier für die Kaja. Ich vertrete eine Organisation namens Jägerloge. In Meridian. Wir testen das Können junger Jäger an Orten wie diesem. Du könntest genau die Person sein, die wir suchen. Versuch dich doch mal an den Prüfungen. Doch damit eins klar ist, ich würde begrüßen, wenn du unsere Unterhaltung geheim hältst. Besonders gegenüber den Stammmüttern. Du dürftest gar nicht hier sein, oder? Nein. Mein Freund und ich verließen das heilige Land und kehrten zurück. Den Stammmüttern würde das gar nicht gefallen. Wir sind wahre Jäger. Wir zogen los, um neue Herden und Maschinen zu finden. Und darum wollten wir auch in die Jägerloge. Doch die Kaja hätten keine Nora aufgenommen, also trugen wir Kaja-Kleidung, als wir uns vorstellten. Nach einer Weile fühlten wir uns wie zwischen zwei Welten gefangen. Nicht ganz Kaja, nicht ganz Nora. Wir vermissten die Heimat. Wir kehrten zurück und haben ein eigenes Jagdgebiet gefunden. Kann das denn gut gehen, ohne die Erlaubnis der Stammmütter? Ich weiß nicht. Doch wir glauben nicht an ihre Regeln. Die Welt da draußen ist groß und es bringt nichts, sie zu ignorieren. Erzähl mir von den Prüfungen. Die Jägerloge bietet in Jagdgebieten Prüfungen an, bei denen Jäger ihr Talent beweisen können. Was bekommt man, wenn man sie besteht? Den Stolz auf sein Können und Abzeichen, je nachdem, wie gut man war. Hier bieten wir Werkzeugprüfungen an. Was für Werkzeug? Zur Jagd braucht man nicht nur einen Bogen. Du musst einfach alles Verfügbare einsetzen, sogar deine Umgebung. Das siehst du, sobald du eine Prüfung machst. Was ist die Jägerloge? Eine Gruppe von Jägern, die als Wettkampf die mächtigsten Maschinen vernichten, geführt von den Kaja in Meridian. Du wirst sie treffen, wenn du im Jagdgebiet 3 Halbsonnen erlangst. Aber sei gewarnt, sie mögen keine Nora. Wähle eine Prüfung und ich erkläre sie dir. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Ich bin gespannt, wie du dich anstellst. Ich bin soweit. Thank you.
Langsam, langsam. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Das ist alles andere als Schrott. Spült den metallischen Geschmack weg. Das war wohl nichts. Versuch es doch noch einmal. Ich muss gehen. Komm wieder, wenn du willst. Mal los!
Schon wieder. Nehme ich mit. Platz. Abokaschitz-Domtour, Tag 2. Mein Vater war hier Gastdozent, hielt ein Militärgeschichtsseminar für Fortgeschrittene über die Ära der menschlichen Luftmacht. Er hätte genauso gut mittelalterliche Belagerungstechniken lehren können. Ich war 8, als er starb.
Thank you.
Die Äste können einen aufschlitzen wie Krallen. Wenn ich mehr über diese Maschinen erfahre, kann ich sie noch. Das Signal kommt vom Kopf des Langhalses. Man muss doch irgendwie da hochkommen.
müsste von hier aus auf den Langhals springen können. Okay, jetzt hoch auf seinen Kopf. Ganz ruhig, es ist gleich vorbei. Alles, was er sieht, und sendet es auch an andere Maschinen.